starke Taschenlampe oder? Wir sind wieder da. Manchmal muss man echt dabei sein, ne? Um es zu wissen. Ist die große hier die starke Taschenlampe oder die kleine schwarze hier? Was ist das eine? Ich glaube, die kleine ist die starke, ne? Nee, ja, die kleine ist die starke. Und denk dran, du kannst die mit Tee auch so anmachen, du brauchst sie nicht in der Hand. Die kleine ist die starke. Das hat Anna eben bestätigt. Nee, die kleine ist die starke. Ich will nur mal bitte anmerken, dass wir jetzt auf Escape auch im Spiel mal die Steuerung ändern können. Ach, da ist das Stativ. Escape? Ja, das ging vorher nicht. Weitfahren. Option. Wir müssen eine Kerze ausblasen. Ach ja, ich habe hier noch gar nichts. Also nicht hier, sondern der Geist. Ja, auspusten kann ich sie auch. Wie heißt der? Und Bewegungssensor brauchen wir. Katina Sweeney. Was steht da? Katanaya. Ach, die schwarze ist die starke, die silberne die schwache. Hallo zusammen, danke MJ, sorry für die Info. Was nochmal? Die schwarze ist die starke, danke. Rika, du weißt, dass du da auch einen Chat hast. Sorry. Wie immer. Wer ist schon rausgerannt und hat die Uhr gestartet? Ihr Schweine! Ups. Nein. Ich sehe nur Weiß jetzt in meiner Cam. Gott. Oh, stimmt, ich habe kein Thermometer, warte. Gehe in den obersten Stock. Lisa, warum stehst du da? Hier ist Licht. Mach mal eben was. Und mir ist das Blöde gemutet. Weil das Problem ist irgendwie, dass meine Sache anmachen, die ich in der Hand habe, und etwas benutzen auf dem gleichen Button ist. Okay. Das nervt ein bisschen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich habe nämlich gerade deswegen schon ein Bild von der Tür gemacht. Okay. Das kenne ich. Ja, bei dir ist es, du denkst, es ist richtig. Das ist wahr. Also hier oben geht auf jeden Fall kein Strom. Ja, ich gehe jetzt in den Keller nach Strom gucken. Und bisher sind die ersten drei Räume auch ohne, dass der EMF-Reader angegangen ist. Das kenne ich auch wieder, die Fachbegriffe. Den Fachterminus. Ey, ohne Scheiß, hättet ihr Schiss, wenn ich euch ein Ouija-Board schenke? Nee. Oder ein EMF-Reader? Nein. Nee. Okay, im Keller sind keine Sicherungen. Hier oben ist... War hier oben schon? Ja, achso, hier rennt jemand rum. Alles klar. Alter, wieso geht's wieder nicht? Da geht's, glaube ich, raus. Oh Gott. Ja. Sicherung ist an. Ah, wo war sie denn? Garage. Ach, da. Okay, mach mal Licht an, Anna. Ach, das warst du gar nicht. So. Danke. Hat irgendjemand ein Thermometer in der Hand? Nee. Anna. Ich renn gerade mit einem Parabol rum. Oh, ist das lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe? Ich gefühlt eine Ewigkeit. Ja. Danke. So. Hier liegt ein Knochen auf dem Boden. Wo denn? War das nicht auch ein Indiz, dass der da ist? Im Badezimmer. Hier oben. Nach oben im Badezimmer. Okay. Ich glaube, hier ist ein Geist im Haus. Wirklich. Oh Gott, wie viele Badezimmer haben die denn hier? So wie viel wie bei uns, ey. Vor allen Dingen immer so schön direkt am Zimmer. Sowas liebe ich ja. So, einfach vom 16. Bett direkt auf Klo und dann ganz schnell wieder MJ, zurück. Sorry, erwarte von uns jetzt hier nicht High-End-Gameplay. Ewig nicht mehr gemacht. Ich bin völlig hier raus. Ist auf jeden Fall auch eine Voodoo-Puppe. Lass dich plakat. Wo? Hat gerade geflackert. Ich weiß noch nicht, ob das also meiner schlägt mit dazu gehört. Aus. Hier ist kalt. Kinderzimmer. Kinderzimmer? Welches? Hier, wo die Kamera vorsteht. Oh, wie klug. Ja. Also unter 10 Grad zumindest. Ja, dann ist ja ein Zeichen. Wo? Als ob ich es gewusst hätte. Hier? Mhm. Gut, dann ja, jetzt. Oh, ja. 3. Okay, cool. Ich gehe noch Kram holen. Wie schmeißt man nochmal Sachen hin? G. Mit G. Ah, auch G. Ganz intuitiv. Nee, ich hab hier meinen Zettel, da steht alles drauf. So, jetzt das Buch.
das Buch. Wie geht das denn auf? Ach Gott. Wie kann ich mich denn jetzt bücken? Mit C. Danke. Dann kann sie jetzt nicht umgestellt. So. Das war, glaube ich, der Dot. Alles gut, lol. Umso mehr macht es Spaß zuzusehen. Ah, wieso legt ihr das Ding jetzt so ab? Ich will. Ach, da muss ich wahrscheinlich F drücken. Ne? Sag dir das doch. So. Ja, jetzt. So. Und jetzt gehe ich einmal mit dem reden. Oh, ist das Gewitter laut. Gar dann nicht! Was? Er hat die Tür von alleine zugemacht. Der will mit dir, auf. Will mit dir alleine sein. Hast du Salz? Hab ich dabei. Bist du da? Hat hier, jemand hat auch eine Kerze, habe ich gerade gesehen. Ich hab eine Kerze. Hier mit unseren... Achso, gleiche Taktik wie immer. Wir sitzen jetzt so lange hier rum, bis der Geist was macht, oder? Also bringen einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Zeige dich! Bewegungssensor. Hat schon jemand einen Bewegungssensor? Ich habe den Dots da gerade hingesetzt. Gut, danke. Bist du da? Ich habe auch immer noch so überhaupt gar keine Ahnung von den Spielmechaniken in diesem überhaupt Spiel. Überhaupt nicht. So gar nicht. Gib uns ein Zeichen. Bitte. Du bist aber höflich. Ja, nett. Sie heißt Tatjana Sweeney. Katje Sweeney? Nein, Tatjana Sweeney. Scheint dieser Geist nur Personen zu antworten, die alleine sind. Also, aber meinst du nicht, das liest sich eher Katanaya? Lisa, C-A-T. Kat-I-A-I-A-N-A. Du hast das N woanders hingesetzt. Hier ist gerade ein Schatten durchgerannt. Durch den Dots? Ich glaube ja. Ich höre Fußsteps. Ja, hier rennt auch, der ist gerade durchs Salz gerannt. Der rennt hier rum, ja. Beweise. Ich meine, also ich habe auf jeden Fall eine Silhouette durchrennen sehen. Ja, hier flackert's. Im Flur? Jetzt sind hier im Flur 3,3 Grad gewesen. Im Flur? Jetzt sag nicht, dass er wandert. Der war hier im Flur, hat gerade die gewandert und es war gerade kurz 3,3 Grad hier. Jetzt ist 1 Grad. Jetzt sind es 17 Grad hier. Dann ist er weg. Dann ist er weggerannt. Dann müsst ihr euch umdrehen. 5,3 Grad. Jetzt wieder 19 Grad. Der läuft hier anscheinend durch. Ach, wie war das Drehen? 18 Grad. Jetzt ist er einfach weggerannt. 17 Grad. Wie konnte man die Cam drehen? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ah, okay. Die logischste Taste ist es natürlich nicht. So. Dann. Müssten wir das Buch und sowas vielleicht. Oh ja, da läuft gerade jemand. Steps. Ja, hier, da sind Fußabdrücke. Jetzt 0,6 Grad, wir haben auch Gefriertemperaturen. Das könnten wir schon mal eintragen. 0,6 sind aber keine Gefriertemperaturen. Naja. Komm mal kurz. Guck mal kurz. Jetzt. Wenn du scheiß Ding. Nee. Ich wollte gerade sagen, guck mal da unten, der Schatten sieht aus, als würde da jemand stehen, aber nur einen Schatten werfen. Was hat er gemacht? Der hat mir am Ohr geknabbert, so gefühlt. Ah, ein A zum Ehrgeist. Nein. Wie kann ich denn jetzt... Ich muss mich ganz kurz hier hören, warte. Bei meinem Thermometer wurden oben halt gar keine niedrigen Temperaturen angezeigt. Das hat mich total irritiert. Ich will einfach aufmachen! Ich will das Buch hinlegen. Geh doch mal weg. Ach nee, wir waren jetzt zu dumm. Mit F. Dem F. Ihr könnt beruhigt sein, bei Fortgeschritten und Profi wechselt er äußerst selten den Raum. Im Albtraummodus kann man locker mit drei... mit rechnen, dass er den Raum wechselt. Das Licht hat gerade im Bad geflackert. Kann aber auch sein, dass es nur ein Grafikfehler war. Er macht gerade ganz lange... ich habe mich gerade so erschrocken wegen dir. Ja, weiß ich auch nicht, was das ist. Aber der Zickzack. Ja, jetzt. Wo denn? In welchem Raum? Ja, hier vorne, vor im Flur. Ah, okay. Aber hast du niedrige Temperaturen immer noch? Weil ich habe immer noch irgendwelche 16 Grad normal. Ich habe 2,5 hier gerade, wo ich jetzt bin. Die ist im Kinderzimmer wieder. Ja, 1,9. Okay. Die Kerze hat er ausgemacht, ne? Die ist auch durchgelaufen.
glaube, wir müssen mal alleine mit dem sein. Ich habe gerade freiwillig, glaube ich. Oh, ich sehe einen Geisterorb. Beim Kinder, beim Wickeltisch. Ja, ich sehe nichts. Rika! Ja. Aha, raus mit dir aus diesem Zimmer! Los, raus! Aber ich bin doch gar nicht Rika! Ihr kriegt doch die Tür nicht auf! Die Tür nicht auf! Ihr müsst doch da in die Kartoffeltür in einer Richtung ändern, aufmachen. Zählt eigentlich das Parabolmikro jetzt als Geisterbox? Nee, ne? Ich glaube nicht, ne. Also die Kerze wurde ausgeblasen. Sie hat keinen Bock mehr. Jemand anderes nimmt dieses Mikrofon. Nee. Du hast doch gar nicht gesagt, warum, was ist? Das ist ja mal maximal eklig, was der macht. Was macht der denn? Geisterorb. Apropos, Lisa, darf ich dich mal auf was hinweisen? Was? Komm mal kurz mit, ich muss dir was zeigen. Bleib stehen. Wo guck mich mal an. Bist du da? Warte, wie spricht man nochmal B, ne? Wo bist B du? B oder V? Du merkst es nicht, oder? Folg mal meinen Blick. Ja? Wie alt bist du? Ich muss nochmal nach Fingerabdrücken gucken. Du hast dein Kopfmikro nicht auf. Kamera auf. Ach so. Wollen wir gehen? Er ist gerade aktiver, ne? Da war ich jetzt langsam. Nur als Info, ich will nicht spoilern. Nee, alles gut. Was kann man ihn noch fragen? Soll ich gehen? Was wie ist heißt das denn du? Hier? Guck mal. Wie heißt du? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Sieht aus wie ein Mikro. Vielleicht ist das neue Parabolmikro. Oder das das hatte ich ja gerade in der Hand. Also, sollen wir gehen? Sind hier nicht. Aber zeigt mir auch gar nichts an. Ach doch, warte. Jetzt hat er ein X angezeigt. Bist du da? Bist du da? Die Fingerabdrücke sind hier nicht. Kann ja auch nur in einem Raum sein, in dem, wo der Geist halt auch ist. Wie alt bist du? Okay, er will nicht. Frag ihn mal, ob er einen Witz erzählen kann. Ey, Jo, erzähl mal einen Witz. Ey, du Dummbatz. Sag was. Gib uns ein Zeichen. Sieht wirklich aus wie ein Schatten. Lustig. Warte. Mich verlaufen. Da ist die Tür. Was machst du hier? Wieder ein Schatten, der rennt hier rum. Ja, ich glaube, ich habe ihn gerade durch die Dots rennen sehen. Ja, er ist Richtung Bett gelaufen. Also Geisterob haben wir ungefähr Temperaturen, ne? Und dann die Dots angeblich. Aber Lisa macht gerade irgendwas. Ich versuche herauszufinden, was dieses Mikrofon mir bringt. Dots Jurai. Das Mikrofon zeigt ja nur die Richtung an, aus der Geräusche kommen, meine ich. Kruzifix kann man auch gebrauchen. Ne? Ein Jurai ist ein Geist, der aus Gründen des Hasses oder einer unerfüllten Rache in die psychische Welt zurückkehrt. Stärken wir einen stärkeren Einfluss auf den Sanitäten von Menschen. Hat er gerade die Tür geöffnet? Ja. Hab ich mich jetzt erschrocken, Anna! Ich hab dir Schuss gebracht. Was hast du gebracht? Oh ja, also auf jeden Fall Dots-Ding. Dots, und ihr sagt Gefriertemperaturen. Das hat Rika gesagt, bei 0,6 Grad. Aber also 0,6 sind nicht Gefriertemperaturen. Naja, nee, aber ich habe noch nie Minusgrade hier in diesem Spiel gesehen. Doch. Ja? Sobald dein Atem zu sehen ist. Das Lisa, eben war auch nicht 5. Aber Geist Katjana Sweeney. Fingerabdrücke waren nicht da, Geisterbuch hat er nicht reingeschrieben und Geisterbox hat er auch nicht zu euch. Das, was aussieht wie ein Mikrofon, ist ein Schallsensor. Damit könnt ihr die Aktivität des Geistes sehen an der Tafel im Van. Ah. Nein. Ach, da rechts. Hier rechts. Ja. Rechte Tafel. Achso. Ja, okay, ich sehe nicht, wo du hinguckst. Bei mir sahst du aus, als würdest du dir nur die Karte angucken. Ja, Karte. Oh, tolle Anzeichen. ich will jetzt nur gerade gucken, ob er irgendwas tut.
Ich provoziere den mal ein bisschen. Na, eben ging's halt hoch. Ruf seinen Namen. Oh, jetzt geht's hoch. Katanaya Sweeney. Katanaya Sweeney. Katjana, verdammt nochmal. Da ist kein J. Aber ein I. Katiana. Katiana? Ja, genau so. Lydia. Zeige dich. Ach, mal. Zeig dich. Gib uns ein Zeichen. Ja, doch. Kannst du aufhören, durch den Sensor zu laufen? Das nervt. Ach so. Du stinkst. Du musst sowieso einer Jagd entkommen, also hau raus. ja, dann kommt der Geist und findet aus, der Geist hat. Wo ist Rick? Da. Okay, wie viel haben wir denn noch? Lisa, noch geht es. Bist bei 60%. Ja. Also der zieht auch nicht viel Sanity. Nee, dann kann es kein Dämon sein. Du meinst kein Jurai, was ich vorgelesen hatte, oder was? Nee, ein Dämon, weil ich ja noch nicht davon ausgehe, dass es ein Jurai ist. Aber wenn du Geister obnimmst und dotzt, dann kommt auch gar kein Dämon in Frage, sondern nur eine Banshee, ein Yokai, ein Raichu und der hatte gerade die Lichter ausgemacht, ne? Der hat es jetzt wieder angemacht. Ich hab's wieder angemacht. Ich wollte nämlich gerade aus Spaß dieses Licht ausmachen. Was ist denn? Den letzten kenne ich gar nicht. Na, es sind ja auch neue dabei. Tai sind dafür bekannt, selbst im Gegensatz schnell zu altern. Er ist sehr schüchtern. Von dem, was wir gehört haben, scheinen sie schneller zu verkommen, wenn sie in der Gegenwart von Lebenden sind. Stärken, sobald man den Ort betritt, werden Tai aktiv, defensiv und agil. Schwächen Tai werden mit der Zeit schwächer. Sie werden ruhiger, langsamer und weniger aggressiv. Hört sich doch genauso an. Er müsste ja aber ins Geisterbuch schreiben, was er bisher nicht getan hat. Weder in dem Raum noch in dem... Vielleicht weiß er nicht, wie man schreibt. Wir lassen ihn vielleicht mal kurz alleine. Ja, sonst leg nochmal das Buch ins Kinderzimmer, wenn jemand da gerade da ist. Ist schon drin. Okay. Das habe ich vorhin da reingelegt. Ein Raichu ist ein Dämon, ist der ein Pokémon. Ist ein Pokémon, ja. Sich im Allgemeinen ruhig... obwohl sie im Allgemeinen ruhig sind, können sie aggressiv werden, wenn die Elektrizität sie überlädt. Ernsthaft? Wenn zu lange Licht an ist. Stärken. Ein Raichu kann... Ja, aber weil Raichu... Wo hast du denn da einen Orb gesehen? Weiß ich nicht, wo Jens... Jens meinte vorhin, da wäre ein Geisterorb. Der ist vorhin... der ist hier durch das ganze Bild geflackert. Raichu stören ständig elektrische Geräte, sodass sie bei Angriffen leichter aufzuspüren sind. Wieder kein. Aber dann müsste das EMF Level 5 sein. Ich weiß, aber der ist auch nicht die ganze Zeit da. Der war auch anfänglich nicht da, bis ich ihn irgendwann dann gesehen habe. Wer steht denn jetzt noch zur Auswahl? Haben eine wir Banshee. Das Licht an und aus? Banshee. Moin ihr beiden. Moin Valendras. Hallo. Die singende Sirene ist dafür bekannt, ihre Opfer mit Liedern anzulocken. Es wurde festgestellt, dass sie sich ihrer Beute aussucht, bevor sie angreift. Stärken. Eine Banshee wird ihr Ziel schwächen, bevor sie angreift. Ah, da ist ein Monster im Raum! Schwächen. Manchmal kann man das Geschrei einer Todesfee mit einem Parabolmikrofon hören. Das wäre ja cool, wenn die Geister das jetzt auch machen. So, Raichu habe ich in Yokai, muss ich jetzt noch. Warte. Jetzt hatte ich da, glaube ich, gerade einen Geisterorb. Ich muss. Yokai. Ein Yokai. Doch, da ist ein Geisterorb. Gängiger. Nein, ich habe wegen der Kerzen Nein gesagt. Der von Menschen Stimme angezogen wird. Sie spuken normalerweise in Familienhäuser. Ich habe jetzt nochmal laufen die Kamera Runden. Oh, wieder durch den Dots, durch dich. Doch, da ist ein Geisterorb drauf. Da müsst ihr mir. Bei der Jagd kann ein Yokai nur Stimmen in seiner Nähe hören. Das Sprechen in der Nähe eines Yokai verärgert ihn. Was lustig ist, wir haben das Regal langsam leer geräumt. Ja. Geisterbox, Geisterorb, Dots. Lisa, du hast noch 50%, ne? Ja, geht ja noch. Habt ihr denn den EMF bei euch? Ich hab ihn gerade in den Raum gepackt. Wir probieren unser Bestes, aber noch klappt es nicht.
Ich mach mal das, den Strom aus. Vielleicht ist er dann agiler. Also Fingerabdrücke sind ja weiterhin nur an Türen, Fenstern und Lichtschaltern und so, ne? Ja, ich glaube. Aber irgendwas war doch da gerade mit elektrischen. Das war der right hier. Du hast das plötzlich dunkel. Ich habe das Licht ausgemacht. Du hast das Licht ausgemacht, ja, okay. Ja. Einschuh war das mit elektrischen Sachen. Nur die Taschenlampe auch gerade aus und hab gar nichts mehr gesehen. Also wenn wir Geisterbuch ausschließen, Fingerabdrücke auch und Level 5 auch, dann bleibt nur noch Yokai und Yurei über. Was haben die? Yokai hat Gefriertemperaturen und Yokai, ich mach mal zu Warte. Mir. Yokai hat Geisterbox, Geisterorb und Dots. Lisa, die Kuscheltiere eben neben dir haben sich gerade bewegt. Im Kinderbett. Da sind keine. Er hat die Kerze ausgemacht. Ja, ich sehe es gerade. Da, wo du gerade hinleuchtest, da hinguckst, da... Der Teddy? Ja. Da ist Teddy. Nein! Ich hab's gesehen! Nein! Ich hab gerade was... Ja, die Teddys lachen auch, glaube ich, ne? Also, die, wenn da so Kinderlachen kommen, dann sind das immer von den Teddys. Was hast du gesehen? Der Teddy sich bewegt hat. Ja, schön. Nope. Danke auch. Was, nope? Teddy hat sich bewegt, ich will nicht. Ich will es gar nicht sehen. Der Teddy. Lisa, du bist bei 46. Ja, geht noch. Ja, aber was ist es denn jetzt, meine Damen und Herren? Hat denn schon jeder mit dem Geist gesprochen? Weil, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, sprach manche ja nur mit bestimmten Leuten. Taschenlampe ist weg. Wo ist meine ja, mit einer Einzelperson. Rika, hast du auch schon mit dem, Nee, nur ihr. Ja, dann das Licht wieder angemacht. Wieso sagst du denn? Guck, siehst du den Geisterorb? Wieso sagst du dann ja? Ich dachte, weil allgemein die Frage, es wurde mit dem Geist gesprochen. Die Antwort ist ja. Ich habe nicht die Frage gehört. Denn, ich hab gefragt, ob jeder mit dem Geist schon gesprochen hat. Ach so, ich habe jemand verstanden. Entschuldige bitte. Ach so. Na gut. Ich habe jemand. Ansonsten probierst du vielleicht nochmal. Vielleicht reagiert er ja nur auf dich. Ja, probier du, Marika. Wo ist denn das Ding? Ist das hängt direkt vor. Hier ist aber auch eins nochmal. Ja, da muss ich ja, warte, ich muss erstmal was weg. Hat die Tür aufgemacht. Okay. Könnte halt auch ein Poltergeist sein, ne? Aber jetzt ist er gerade aktiver, wo der Strom mal aus ist, ne? Aber für einen Poltergeist schmeißt er, glaube ich, zu wenig durch die Gegend, oder? Das also stimmt. Poltergeist kommt auch eigentlich überhaupt nicht, es steht gar nicht zur Debatte bei den anderen zwei Sachen, die wir schon haben. Also wirklich, Jens. Was denn? Amateur. So. Also. Das wird lustig. Wie ging das denn das nochmal? Mit B oder mit V? Geist, bist du da? Miss Sweeney, sind Sie da? Die Tür bewegt sich. Ja. Geist, hörst du mich? Fortgeschritten. Zweiter. Zeige dich. Also wenn wir schon mal so einem Haus versagen, wir würden das gleich in Asylum. Sprich zu mir! Geist, bist du da? Also den Orb seht ihr jetzt alle, ne? Ja, ja. Also ich würde aber vorschlagen... Wir lassen Rika zurück. Was? Es ist keiner tot, wir haben alle unsere Sachen noch, jeder nimmt irgendwas anderes und wir gehen einfach. Lisa hat schon keinen Bock mehr. Ja, Lisa hat mit den Kuscheltieren zu viel gehabt. Geist, bist du da? Ich meine, Rika hat ja anscheinend ja, Spaß jetzt, da drin. Jetzt, sag mal ruhig! Die hat, glaube ich, gerade mit mir gesprochen, Moment. Das, ja, dann ist doch... Geist, bist du da? Das siehst du auf dem Display. Echt? Ja. Ja. Das Geistersymbol geht an, ne? Genau, wenn er nicht antwortet, ist ja, das ich aber X. Jetzt nicht, jetzt hat Nein. was gesagt und das habe ich nicht hingeguckt. Was er sagt, ist ehrlich gesagt Latte. er schreibt auch, also das Display zeigt auch an, was er gesagt hat. Jemand im Stream. Ihr seht ja gerade Rikas Sicht. Hi. Hat er was gesagt? Bist du da? Bin Zeuge, Geist ja, hat geredet. Da war was. Wir können. Ja, wir können. Pass auf, jetzt vor Rikas Tür stirbt er. Ist also ein Yokai. So, alle sind da, ne? Moment, können wir Lust haben? Ich zähle 1, 2, 3, los. Und wir gehen noch ein Eis essen. Was ist es jetzt? Ein Yokai. Gut, dass Rika das schon einstellen durfte. Oh, ich so. Nein.
Ach, gut, wer hat denn eigentlich auch losgedrückt, bevor alle eingetragen haben? Weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre auch schon klar. Kinders, lief ja gut. Ihr müsst auch ruhig sein, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Ich höre das dort unten nicht. Ja, aber wir dachten, du hast schon mal gecheckt, dass es da... Aber es kam noch was, der brauchte halt nur was länger. Den müsst ihr mal auch zeigen, ihr habt nie Geduld. Vielleicht hat er einen Geisterübersetzer dabei gehabt und sprach deine Sprache nicht. Und deswegen braucht er erstmal jemanden, der ihm das übersetzt. Ihr seid einfach zu ungeduldig. Ihr wollt reingehen ins Haus und dann direkt Ergebnisse. Das funktioniert so nicht. Das sagt die Frau, die eben meinte, ja, hier 0,6 Gefriertemperatur, los geht's. Eine Chemikantin sagt, bei 0,6 ist es Gefriertemperatur. Ja, das ist umso trauriger. Das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Wieso 0,6 oder 0 Mal? Fresse. Dann ganz ehrlich, das ist so bescheuert. Ist so scheißegal. Roadhouse. 0,6 ist das neue 0. Haben wir alles? Der Meter, der Sanity Pin haben wir gar nicht gebraucht. Seltsamer Foto. Wobei Rika sie immer mitnehmen sollte. Ihr habt sie ja doch genommen, nachdem ich mit dem Geist geredet habe. Videokamera. Ich glaube, wir haben alles, oder? Aber starke Taschen haben wir ja. Ja, wir sind ja nicht gestorben. Der reagiert ja auch nur auf eine Handvoll Sätze. Noch kann man keine tiefgreifenden Gespräche führen mit dem Geist. Nicht. Aber warum denn nicht? Ich erwarte eine KI dahinter, die lernt und Fragen stellt. Wie ich sag ja, wie Psycho Mantis am Ende. Und, wie war deine Relevant-Runde? Da hast du ja verloren. Du Loser. Anna. Immer mit den Knien auf die Knie schießen. Hast du das eigentlich jetzt nochmal nachüberprüft oder hast du dich weiterhin im Ruhme von Jerome sonnen lassen? Ich hatte nachgeguckt und ich glaube, ich habe es geschrieben, ich glaube 15% schieße ich auf Knie, aber ansonsten tatsächlich dann doch über 70% auf Oberkörper und dann halt... Du weißt, dass das eine Foltermethode ist, ne? Also ich schieße 99% ganz weit weg. Ja, ich auch. Ich schieße sie. Ach, ich wollte dich fragen, Lisa, hast du dich mittlerweile beruhigt zu Freitag? Nee. Ich habe schon gesagt, wenn du auf deinen Tisch haust, ist es immer dieses, du testest, wie stabil dein Tisch ist. Sehr stabil. Noch von Valorant oder was? Mhm. Ja, ich bin so sauer gewesen. Lisa, wie geht's dir denn sonst so? Ich schmecke nix. Das ist entsetzlich. Ich bin sehr frustrierend. Ach so, gute Besserung von meinen Eltern soll ich bestellen. Danke. Ich habe gestern telefoniert, ich habe dich verpetzt. Ich habe gesagt, sie hat... Ich habe den Schlüssel. So, der Geist heißt Harold Elliott und reagiert nur auf eine Person. Endlich mal ein angenehmer Name. Harold. 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 Wer hat seine Kopfkamera nicht auf? Mit deiner Katharina Jens hat sie nicht, wie immer. Jens, zurück. Wer hat das vorhin vergessen? Jens, wie immer. Zurück. Licht wäre noch gut. Ihr mobbt mich. Ich hab Licht. Du mobbst dich selber. So, also, verwende einen Crucifix. Anna? Ja. Ich hoffe, du stirbst hier in dem Haus. Wer ist denn jetzt dein Problem? Ich frage den Geist immer, was er vom Nahost-Konflikt hält, aber das da kommt nicht so viel. Rat mal, wie schlimm das ist, wenn du so einen Redneck-Geist hast. Je nachdem, wie alt der Geist ist, welcher Nahost-Konflikt. Ich höre Dinge, ich glaube... Lisa spielt Klavier. Ja, nein, ich habe das Parabolmikrofon. Außer es nimmt das Klavier auf, das wäre natürlich auch witzig. Aber ansonsten... Bisschen unten oder oben? Noch unten. Immer nach oben. Mit dem EMF. Glaube, ich höre von hier auf jeden Fall... Hä? Hier ist der Stromkasten. Es wird mir die ganze Zeit was angezeigt, aber ich kann nicht sagen, von wo es war doch immer hier. Eigentlich schon, ne? Wobei, es gibt noch anderen Raum, wo der sein kann. Ja, mein Greenscreen ist richtig kacke heute. Ich habe halt schwarz an heute und ich habe festgestellt, ich habe nur ein graues T-Shirt irgendwie und der Rest ist schwarz. Aber schwarz ist doch gut zum Greenscreen. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Gestern war es auch, hatte ich auch erst das hier an. Weißt du, was das Schöne ist? Dann kriegst du gar nichts hin und dann habe ich das Graue angezogen und schubs war es weg. Ja, was? Du musst diesen automatischen Weißabgleich ausschalten in der Kamera. Der macht das Problem. Ich habe die Einstellung nicht mehr wieder gefunden. Ich hätte sie letztes Mal gesehen, aber. Ach du da.
Nachdem du es gesagt hattest, habe ich die Einstellung nicht mehr wieder gefunden, weil das bei der Kamera und die gar nicht so einfach ist. Nee, das kannst du nur über, also über OBS im festen System. Wenn du die Kamera, den Kamerascreen anmachst, kannst du ja, wenn du die Kamera ausgewählt hast, noch einzelne Sachen bestimmen. Und da kannst du Video konfigurieren machen. Und da kannst du dann den Weißabgleich deaktivieren. Ach, ja, doch. Ja, ich erinnere mich. Ja, dann, ja. Ein sehr unordentlicher. Aber du verstehst, warum ich manchmal so kotzen könnte beim Vorbereiten von Stream und allem. Vor allem, wenn alles irgendwie umgebaut ist und du denkst, Scheiße! Alter, ich erinnere mich, als ich das erste Mal ja hier Alien ausprobiert habe mit der VR-Brille. Hier ist ein Knochen. Wer hat die Kamera? Ich, wo bist du? In einem der Schlafzimmer oben. Ich musste ja dieses Spiel irgendwie 5-mal neu starten und habe jedes Mal diese verkackte Intro gehabt, bis ich herausgefunden habe, dass man das auch ausstellen kann, dass sich dieses Intro nicht zeigt. Hier. Also hier oben geht der EMF auf jeden Fall nicht an. Ich war jetzt hier überall. Ich gehe jetzt runter. Mach das. Also unten hatte er mir auch irgendwie vom Parabolmikro was angezeigt. War schon jemand auf dem Dachboden? Ja, ich war auf dem Dachboden. Aber war jemand mit Thermometer auf dem Dachboden? Nee. Ich habe hier nur EMF. Gehst du hoch, Anna, oder soll ich? Ich kann hochgehen. Weil ich stehe gerade vor der Treppe. So, Strom hatte ja jemand angemacht, ne? Ja, den haben wir angemacht. Lass solche Sachen. Ja. Yes! Menschens! Nee, hier oben. Werd ich fuchsig. Hast du es nicht dann gemacht, Lisa? Ja. Ja. Der Geist ist, ich habe gefunden. Was, wo denn? Hier oben in dem Wäscheraum. Da ging gerade auch die Temperaturen runter und die Tür wurde mir neben mir bewegt. Warte. Welchen Wäscheraum? Ja. Ja. Ach, den Raum schon wieder, okay. Was? Wo? Gott! Das Türklicken ist ganz schön laut. Hier. Aber da war ich doch drin. Also IMF hat jetzt nichts. Ich leg das mal gut, das hin. Muss ja auch nicht. Nee. Lange er nichts macht, glaube ich. Ja, Treffer versenkt und jetzt ist es ja sehr schön. 4,2, 5,5, 3,6. Das quietscht hier gerade, als ob jemand Spaß hat nebenan. Das sieht doch. Entschuldigung, hier nicht. So, ich hole noch die Dots-Dinger. Also wenn dann hier. Was ist das? Mikrofon. Was ist das für ein Mikro? Weiß das jemand, was das für ein Mikro ist, was hier noch so hängt? Ja, das wurde uns vorhin erklärt, das ist ein Mikrofon, woraus du festlegen kannst, wo der Geist ungefähr herkommt. Du kannst ihn daran orten, was er für Handlungen macht. Du hörst also die Bewegungen und die Handlungen des Geistes. Cool. Harold. Der Geist hat das Toilettenpapier angefasst. Zeichen. Ich weiß, was er vorhat. Harold. Heilige dich. Hat jemand schon Tagebuch hingepackt? Ja, ich gerade hier gut. Oben. Harold. Mehr Knicklicht da. Mehr Knicklicht. Was sind eigentlich unsere Aufgaben? Kreuz. Kreuz, ja. Hatte ich gesehen. Dürfte ich einmal mit dem Geist. Ich würde einmal mit dem Geist alleine probieren zu reden. Ja, mach doch. Ich leg das Thermometer. Das heißt, Rika, du sollst raus. Ja, ich nehme das Thermometer mit. Und dann gehe ich noch ein paar Sachen holen. Oh, ein Geisterorb. Ja. Harold, zeige dich. Bist du hier? Achso, Fingerabdrücke müssen. Was soll denn das? Bist du böse? Nein. Alter! Ey, ich kill dich hier gleich nämlich. Live vor Kamera, ernsthaft. Oh, die Kamera hat gerade gedodgelt. Lisa, bist du tot? Ja, sie stirbt gerade. Oh nein. So viel also, der war davon nicht so begeistert. Lisa spricht aus dem Totenreich. Ich sehe nur noch, wie das Bild krisselt. Also ich stand hier am Ende des Raums. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stand da, hab dann gemerkt, es geht los. Ich dachte mir nur so, fuck. Tür ist zu, du kannst nicht wegrennen. Der läuft gerade straight auf dich zu. Fuck. Also, bringe einen Gast dazu, eine Kerze auszublasen. Verwende das Kruzifix. Jetzt kann ich wieder Sachen auf euch werfen. Und werde Zeuge eines Geisterereignisses. Wobei, das war ja Anna schon, aber das ist nicht durchgestrichen.
Das wäre ja lustig, wenn Lisa jetzt auch den Dots auslöst. Soll ich mal mit dem Kruzifix kommen, oder? Lisa, wo hast du die Kamen hingelegt? Wenn, wenn der so schnell tötet, bitte den Kruzifix hier hinbringen. Ich weiß nicht, hat's ja, eigentlich ich in meinem Inventar. Ich höre eben brummeln. Hinter dir, oh, der war direkt hinter dir! Ja, ich weiß, ich hab's gesehen, ich kam nicht mehr raus. Ich kam nicht mehr raus. Nein, jetzt, ich seh dich eben. Hallo, das Kruzifix! Ja, ist okay, so hin. Komm ins Jenseits. Geh nach dem Fingerabdruck mal gucken. Ich war im Raum und er kam gerade hinter mir raus. Ich so, scheiße. Und dann hat Anna die Tür auch noch hinter mir zugemacht. Wieso ist es hier wieder dunkel? Hab ich? Anna ist eigentlich der Geist. Der hat aber echt früh gejagt. Wir sind auch beide ganz schön, wir sind jetzt beide ungefähr bei 30%. Also oh, dann ist es ein Dämon, dann musst du raus, Rika, bevor du jetzt auch gleich stirbst. Ja, warte, ich wollte eben noch Finger abdrücken. Ja, warte, okay. Ja. Können wir die Tür nicht hier zumachen? Ich hab doch einen Kruzifix mit. Bist du schnell genug? Ich kenne deine Valorant. Also, Reflexe. Fingerabdrücke sehe ich hier nicht. So. Guck dir mal Jens seinen Körper an, ob er da Fingerabdrücke hinterlassen hat. Aber bitte nur an hoffentlich angenehmen Stellen. Das war meine Befürchtung jetzt. Macht ein Foto. Ich habe kein Fotoapparat jetzt. Da muss ich jetzt nochmal rein. Ich muss jetzt erstmal Pillen nehmen. Nee, guck erstmal durch die Cam und die guck, ob er die Dots aktiviert. Das ist auf jeden Fall ein Geisterorb, hat er. Er war ein bisschen aggressiv. Ja, ne? Mhm. Moment. Ging relativ schnell. Wir waren zu zweit hier in dem Raum, als er ausgerastet ist. Ich nehme jetzt erstmal Tablettchen. Achso, dafür mich. Die werden zwischen diesen ganzen Pflegeprodukten nie erkennen, was das ist. Wir sollten mit den Pflegeprodukten ihnen einen Hinweis schreiben. Üdlich. Das Kruzifix liegt oben, ja? Nein, das liegt jetzt hier gerade bei mir. Jens ist einfach gestorben, okay. wie ein Kruzifix. Ja, ich sehe aus wie ein Kruzifix. Das ist einfach ein Kreuz. So. Also ich kann das Kruzifix jetzt gerne oben hinlegen. Ich würde so gerne dieses Mikrofon ausmachen, es nervt. Und dann... Wir haben sonst nichts, ne? Ich bewerf die beiden jetzt einfach mit Pfui. Also Fingerabdrücke haben wir nicht und EMF-Räder können wir eigentlich auch ausstellen. Dann haben wir noch ein paar zur Auswahl. Wir haben jetzt nur Geisterorb. Was machst du da? Warte. War im Buch irgendwas? Hat da jemand... Achso, Gefriertemperaturen haben wir nicht. Dann fallen auch schon wieder ein paar weg. Ich kann ja nochmal... Ich kann das Kreuz hinlegen, nochmal nach dem Geisterbuch gucken. Er bewegt hier die Sachen... Die Spraydosen auf dem Boden und sowas. Ja. Irgendwer wirft hier auch die ganze was durch die Gegend. Ich glaube nicht, dass es der Geist ist. Wer weiß. Lisa, geh mal weg. Lisa, geh mal weg. Ja, genau. Warte, und jetzt? Ich hol noch was. Liegt hier noch was? Ja, bestimmt. Ich hole noch. Eine Klopapierrolle. Der perfekte I-Punkt. Ja. Nein, er hat nichts ins Buch geschrieben. Das ist mein Wecker. Ja, Rika muss gleich mal kurz. Er hat nichts ins Buch geschrieben. Nee, Lisa, soll ich? Das geht. Und der im EMF-Reader ist auch nicht ausgeschlagen. Ach, verdammt. Ich hab natürlich, weil wir wissen natürlich nicht, ob der bei der Jagd irgendwie. No. Ja! Fünf hatte. Das Rika! Warte. Komm mal raus. Komm mal raus. Guck mal hier auf den Flur. Hi. Anna! Anna! Weiß nicht, Rika, magst du die Kamera mal umstellen? Hast du etwa Angst, hier reinzukommen? Vielleicht. Komm, wir nehmen Sachen und wie Rika es nicht mitgekriegt hat, dass der Geist das Kruzifix in ihrer Hand angeknabbert hat. Echt? Was? Was? Das hast du nicht gesehen? Hast du das Kruzifix noch? Wie ist das mit dem Kruzifix? Verschwindet das dann auch komplett, wenn das aufgebraucht ist, oder ist das nur beschädigt? Das werden wir gleich hören. Okay, Rika, ich komme jetzt rein. Ja. Rika, geh du mal raus. Ja, ich gehe jetzt mal wieder raus. Wie raus? Geh raus und dann gehe ich ganz aus dem Spiel. Lauf! Ich bewerf ihn! Er hat eine Axt, renn! Aber ich kann nicht raus! Ja, geh weg von den Türen! Ja, ich bin tot! Rika! Ich war zu blöd! Mann,
rennst du doch weg, wenn die Tür nicht aufgeht. Es leuchtet komplett rot, wenn es kaputt geht. Anna, du hättest rein theoretisch auch zu Rika gehen können. So, ich bin mal kurz weg. Ja, mach das. Ich bin jetzt eh tot. Kann eh nichts beitragen. Okay. Anna, hau einfach ab. Okay. Ich würde mal Dämon sagen. Ich sage... Der Dämon ist... Ist ausgegraut. Nee, halt, der ist ausgegraut. Okay. Ich sag ein Benji. Welcher Geist macht denn die geistige Gesundheit da so runter? Der putzt dich runter. So, was war's? Sie ist ins Licht gegangen und ist ja auch schon mal was. Genau. Es leuchtet komplett rot, wenn es kaputt geht, Anna. Ich geh mal eben Pipi machen. Gut. Ich habe alles ausgewählt. Mach das. Leute, dunkel am stärksten. Mara dann höher wahrscheinlich anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhält. Anna, magst du noch mal kurz durch das Dots-Ding gucken? Ah ne, Rika hat ja jetzt die Cam woanders hingelegt. Würdest du die Cam noch mal in den Raum stellen wollen? Ah ne, der ist noch im Raum, ne? Ja, das war die Cam im Raum. Na, weiß ich nicht, ob ich das... Also ich hatte auch vorhin die ganze Zeit mal reingeguckt. Aber da habe ich keine Silhouette oder so gesehen. Ab und zu hat er mal Sachen umgeworfen. Na, jetzt ist er gerade ein bisschen aktiv, aber mehr nicht. Hast du wenigstens unser schönes Hai gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Ganz kurz noch. Ganz kurz hatte ich Zeit, das zu wundern. Aber Rika hat auch noch nicht gelernt, dass sie dann nicht an die Tür... Sie kommt nicht raus. Ich glaube, sie hat einfach zwar das Schloss gesehen, aber einfach versucht, das geht nicht auf, ich versuch's einfach weiter. Das wird ja ein lustiges Pen and Paper. Das Sprechen der in der Nähe eines Joker verärgert ihn und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Ja gut, wir haben aber alle ja nicht Push to Talk an, aber ja, ein Yokai könnte es sein, ne? Ja. Dann wäre es halt Geisterbox und Dots. Ich wähle den jetzt einfach mal aus. Jo, ich auch. Hat Rika ausgewählt? Ja, hat sie. Kannst du noch einmal auf der Tastatur das Nachtsicht ausschalten, bitte? Danke. Ja, in der Hoffnung, man sieht vielleicht auch nochmal was. Ich halt einfach das Kruzifix in der Hand. Hat mir dir übrigens gerade in den Nacken. Jetzt macht der... Du Drecksack, mach die Tür wieder auf. Achso, ja, für mich ist er noch offen. ja, komm, wir fahren. Ich glaube, das bringt nichts, ne? Lisa hat er auch ausgewählt? Ja, ja, Alisa hat auch schon ausgewählt. Er ist auch gerade auf Stufe 7. Ja, kannst ja noch mal reingehen. Meine Fresse. ich moderiere mal kurz das Video ab und mach das nächste. Moment. Alles klar. So, mit Rikas Rumgegruschel und Rumgemähre, es war ein Raiju. Haben wir ja sehr erfolgreich diese Aufgabe erledigt und in der nächsten Folge machen wir noch eine. Bis dann.